Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Schön, dass ihr dabei seid wieder. Ich bin so froh, wieder hier stehen zu können. Ich habe leider mit dramatischen Rückenschmerzen zu kämpfen gehabt. Leichte Taubheit im Arm. Fragt nicht nach. Es war ganz, ganz, ganz schlimm. Will ich nicht drüber jammern, aber ihr kriegt ja sowas nicht mit. Ihr denkt immer, alles ist Sonnenschein beim Rasenfreak. Es war eine absolute Katastrophe. Ich bin noch ein bisschen heiser immer noch von den Medikamenten. Aber heute ist endlich der Tag, wo ich das Gefühl habe, ich kann wieder mal mich frei bewegen. Ich kann ein bisschen was tun und deswegen filme ich natürlich gleich. Ich will heute die Rasenfläche einmal abbürsten mit meinem Bürstenwagen, weil ich jetzt nicht so viel laufen will, sondern nehme ich den Greensmaster. Also ich reaktiviere nach dem Winter den Greensmaster und dann fahren wir einmal rüber, machen die Wurmhaufen ein bisschen platt, schauen mal, wie das geht. Es wird auch Zeit, das erste Mal so einen ganz, ganz feinen ersten Schnitt zu wagen. Ob ich es heute schon mache, weiß ich nicht. Ist egal. Wir filmen hier einfach ein bisschen. Wir laufen hier ein bisschen rum. Das Wetter ist traumhaft. Also schaut zu, wenn ihr mögt. Ich freue mich, dass ihr mich hier noch seht. Ich freue mich tatsächlich, dass ich hier nicht völlig am Ende bin. Ja, ich habe ein neues Tool. Die Insta360 X3. Machen wir ein paar coole Aufnahmen, hoffe ich. Bin gespannt, wie das jetzt wird mit der Insta. Euer Arm tut schon weh vom Halten. Und mal gucken. Echt, yeah. Viel Spaß, yeah. So, ich habe die Batterie noch mal frisch geladen. Ah, es ist so ein herrliches Wetter. Da ist er. Da ist er. Da ist er, Monster. Ah, ganz oben. Das ist echt knapp. Nee, so rum ist falsch. Der kommt hier nach Plus. So. Gut. So, das war ja wieder einfach. Zack. Thank you.
Ja, Freaks, das war schon einfach ein paar coole Aufnahmen zum Start in die Saison. Herrlich. Ja, Wurmhäufchen sind ein bisschen platt. Der Rasenfreak ist nicht mehr so platt, wie er war. Jetzt hoffen wir mal, dass der Rasen sich wieder ein bisschen aufstellt. Ja, und dann geben wir ihm mal den ersten Schnitt. Nicht heute, nächstes Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Yeah.